Mahlzeit, moin Freunde der Funken Haltung. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen schönen, besinnlichen Tag. Dem einen oder anderen, der das Geschenk an Heiligabend nicht gefallen hat. Wir haben natürlich auch noch einen Shop, da könnt ihr reingucken. Ne? Für Silvester schon mal eindecken. Böllerverbot. Dann böllern wir uns halt anders irgendwie ein, ne? Würde ich mal sagen. Ja. Worum geht's heute in diesem Video? Und zwar haben wir dieses Auto ja schon einmal getestet. Der Kunde möchte jetzt allerdings noch einen Ölwechsel haben. Eigentlich ist heute nur Werkstatt-Alltag-Video. Öl hat der Kunde direkt mitgegeben. Ja, warum kommen wir wieder auf dieses Thema? Das ist ganz einfach. Ihr schreibt unter diese, was sollen wir auf den Motor kippen, Videos. Schreibt einfach unten in die Kommentare, was wir gerne mal da reinkippen sollen. Und wir versuchen natürlich alles, das auch so umzusetzen. Das war allerdings, was jetzt heute passiert, ist halt einer der letzten Top-Kommentare. Ganz wichtig. Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Ich wollte noch eben warm fahren, bis ich in der Werkstatt bin. So, alles ich klar. Wollte sagen, sonst macht der Ölwechsel ja auch gar nicht so einen großen Sinn eigentlich. Nee, nee. Sag dann, könntest du mal laufen? Wie kann man das trinken, das Zeug, ey? Richtig mies. Pascal, Pascal, der nimmt das auch auf allem. Wenn der Ei drauf hat und Brötchen, muss immer irgendwie Maggi drauf. Da gibt's auch mit Korn, ne? Ja, ja, Schnaggi. Schnaggi. Hier. Schnaggi. Hör mal da, jetzt Schnaggi, André. Warum denn nicht? Boah, da hat man Lagerkorn, ey. Dann wäre der oberste Totenschnaggi. Maggi Lagerkorn. Das schmeckt. 10 Meter gefahren und das Öl ist warm. Oh. Also das ist schon Technik, die begeistert. Dieser schöne Motor wird auf jeden Fall ein bisschen Maggi bekommen. Vielleicht der nächste wird ein bisschen Schnaggi bekommen, aber... Boah, stinkt der Scheiß, ey. Ja. Ich glaube, dann stirbt man, oder? Wenn man Kanister Maggi trinkt. Ich wollte sagen, das kann man nicht haben. Da gehst du, da verreckst du dran. Mutter macht eine richtig geile Suppe und die Leute erstmal Maggi. Maggi. Maggi, 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 bis du einfach nichts mehr schmeckst, außer die Scheiße. Der Geschmack kommt durch Fleisch. Es gibt geile Suppe. Gibt's überhaupt geile Suppe? Noch nie gehabt. Ich finde trotzdem Suppe, da muss, da ist Suppe, ist eine richtige Scheiße. Ist das. Oh, der gute Merk. Alles wird hier aufgefangen, top, top, top. Wie immer. Oh. Ich glaube, das wird richtig eklig. Da gucken wir zuerst kurz. Boah, da mit Süßström. Pürieren und reinkippen. Ah, oh. Das ist die Challenge. Oh, eigentlich sechs Dosen, das. Den alten Gammelfisch da rein in die Karre und dann mal runter fahren, wer zuerst kotzen muss. Ich sag mal so, wer Maggi trinkt, zündet Häuser an. Das ist sicher. Boah, da kommt jetzt schon... Weg! Oh ne, ich mach das nicht mehr. Boah! Ich bin mal weg, das ist echt ein bisschen schlecht. Echt? Kannst du den haben? Warum kippt ihr denn ja wieder Altöl drauf? Boah, das ist echt ekelig, ey. Aber ein bisschen was von Stallgeruch, ne? Ja, eben kurz gucken, ob ich überhaupt mal Auto fahren darf. Schon wieder. Ich glaube, ich hab nichts, oder? Kann eigentlich. 0,1. 6. Jetzt 0,0. 0,16. Ja, mach's noch spannender. Junge. Hallo. Abgestürzt. Ach, das... Oh. Uiuiui. Wir haben 14 Uhr.
habe ich noch gar keinen gehabt. Nö. Aber fahren darfst du? Ja, fahren darf ich wieder. Ich fühle mich auch völlig verkehrstauglich. Nee, wir wollen das Ding mal eben nach draußen schieben. Klar kommt da trotzdem eine Wanne. Hallo? Kommt da trotzdem eine Wanne drunter? Weil ich glaube. Ich bin zurück. Genau. Da bin ich. Achso, das haben wir. Das ist geil. Sind noch nie Maggi zwischen den Fingern. Die stinken jetzt auch wahrscheinlich. Nee, das ist wie Wasser. Also meinst du? Ich glaube, das wird einmal ein bisschen Drehzahlbegrenzer und dann langsam reduziert werden. Aber wir können den nicht anschieben, ne? Die Autobahnfahrt wird natürlich direkt wieder simuliert. Aha. Hohe Drehzahl, ne? Ich wollte gerade sagen, hohe Drehzahl. Erstmal fahre ich auf die Autobahn drauf. Und danach fahre ich wie so eine alte Hausfrau mit 160 mit so einem Meriva über die Autobahn. Diese schöne Powerbank haben wir natürlich auch unten verlinkt, weil viele immer nachfragen. Also schaut eben vorbei. Wenn ihr was Stabiles braucht, könnt ihr mal vorbeischauen. Jetzt will ich hoffen, dass der anspringt. Riech zornig. Wahrscheinlich Auspuff. Auspuff heiß. Oder? Ja, bestimmt. Ist das immer so ein Tag? Aber war jetzt nicht mit dem Bremsenreiniger, oder? Nee. Der Auspuff, der endet ja direkt quasi wieder da. Und hat wahrscheinlich bestimmt wieder irgendeine Kackleitung erwischt. Ja, aber ich hab's nur noch gedacht. Gut, da ist aber irgendwas richtig hochgegangen. Ja, richtig super. Ich glaube, die Spritleitung oder so. Ah, wir haben ihn wieder nicht gebraucht. Oh, wir brauchen, glaube ich, noch hier zum Blutdruck messen. Puls von der Pulsuhr beimal. Puls von 200. Ja, gut, dass wir das nicht in der Halle gemacht haben, ey. Jo. War das meins ja, ne? Schönen Sonntag. Schönen Sonntag verlebt haben wir. Mann, ey, da geht doch der Puls einmal wieder hoch. Ich dachte schon, an den Beinen, da wird alle so warm. Und ist immer noch nicht an. Und du fängst auf einmal an. Feuer, Feuer. Ich guck, aber da war der richtig hinter. Der Feuer, der war hinterm Block noch, ne? Ja. Richtig hinten dahinter, an der Spritzwand. Ist fest. Mach mal. Scheiße, ey. Nö. Motor ist fest. Aber eigentlich, der lief noch, ne? Der lief eigentlich recht gut. Ich denke mal, in den nächsten Momenten wäre der irgendwann richtig, hätte so einen Bumm. Ich glaube, das wollte jetzt sein, der hat richtig Bumm gemacht. Aber das, immer dieses Feuer, ne? Hat mir zwar ein bisschen Action. Vielleicht ist das wieder so ein Ding, was man nicht zu Hause nachmachen sollte. Also schade, mit Maggi. Da 12 Volt jetzt leider nicht ganz so viel gebracht hat, versuchen wir es nochmal mit 24 Volt, weil hier können wir es schnell machen. Ja, viele haben sich auf jeden Fall gefragt oder mal gesagt, dass wir es machen sollen. Zack. Ja. Ich denke mal, der ist jetzt direkt schon fertig. Gesunder Menschenverstand? Oh, die Scheibe ist schon ganz schön schnell. Pass auf, ganz schnell. Mach auf 12, dann wieder langsamer werden. Dreh mal rum hier. Wie langsam, warte. Zack, langsam, schnell. Jetzt sind durchgebrannt, ne. Aber auch. Ne, die tun es nicht mehr. Warum ist es an? Der Tacho ist alles tot. Schade. Ich dachte, jetzt sind wir nicht. Licht oder so? Fenster so. Bum, 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 bum. Spalter. Der geht auch nicht mehr aus.
Hier Licht. Oh, oh was, ey? Das war die Party, oh Mann, ey. Aber richtig hell gerade. Aber richtig hell gerade. Boah, oh, wow. Xenon. Die Blick. Boah, sind die hell. Alter, die sind richtig hell. Machen wir auf 12? Das blendet aber ganz schön. Alter. Ja, vielleicht legt man gerade ein Dui, oder? Nee. Ich hab auch nicht. Nur eine Lichthupe, dann war direkt aus. Dann zweimal ging die nochmal. Geht nicht mehr, ne? Nee. Hupe. Das sag ich doch. Oh. So eine alte Rollerhupe. Oh, tut dir weh. Oh, Alter. Oh, ist das laut. Alter. Alter, ey. Aber dass die Fenster hier nicht mehr gehen, das ist ärgerlich. Ja, Motor sitzt fest. Das Ganze war natürlich mal wieder eine relativ schnelle Nummer. Vorher haben wir auch gesehen. Wenn ihr natürlich nochmal für Silvester, wie gesagt, Shop-Verlinkung unten in der Infobox, ne? Ganz wichtig. Silvester ist Böllerverbot. Schau ich auch. Da böllern wir uns richtig ein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiter so fleißig wie bisher. Schreibt gerne nochmal in die Kommentare. Ein paar Autos haben wir noch momentan. Was wir noch so an tolle Substanzen in den Motor kippen können. Und bis dahin bleibt mir gesund. Habt einen guten Rutsch. Bis denn. Ciao.